Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu NHL 21, zu der Season mit den Haien aus Innsbruck. Ja, ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg gegen die Wiener Capitals versuchen wir heute auswärts unser Glück gegen den Villacher VSV. Mal schauen mal, wie es uns gelingen wird, ob es uns genauso ein spannendes Spiel liefern aus wie die Wiener hier im wunderschönen Villach. Unser Scott ist einmal wieder im Tor, oder er ist immer noch im Tor. Auswärtspulli hängen wir mal. Muss kurz aufpassen, weil Villach hat Heimtrikot weiß, wir haben es auch. Nur sie haben die weißen Helme, wir haben die blauen Helme. Es ist gar nicht so einfach, die Jungs da auseinander zu kriegen. Jetzt schau ich mal, wenn es jetzt hier auch noch mal so einen Sieg gibt, dann versuche ich mal Schwierigkeitsgrad beim nächsten Spieltag noch hat, wenn man dann, so wie es kennt, am Ende dieses Spieltages, wenn man dann das umstellen. Und somit erstes Tor für die Haie auswärts für unsere Nummer 20. Der Unterberger. Zweites Tor in dieser Season. Ich habe die Liste neu noch nicht umgestellt, aktuell am Dienstag in der Früh hier aufnehmen. Vielleicht mache ich es heute Mittag in der Arbeit, dass ich was ausschreibe. Vier gegen vier, ohne Kampf, geht mir sogar leerer. So, schauen wir mal, ein bisschen auseinanderziehen. Der Adler aus Villach. Der VSV. Abseits. Mein Ding ist ja, das ein bisschen spannend zu halten, auch die Linie. Ah, die Let's Play hier.
Oho. Der Angriff von Villach ist ja nicht schlecht. Das ist zu wenig. Jawohl, jawohl. Schläge weg nur vom Schläger. Wenn es so weitergeht, brauche ich einen Schwierigkeitsgrad gar nicht aufgetragen. Und die lernbare KI, das müsste nämlich der Gegner sein, die ist schon ganz oben, was ich jetzt so in den Kopf habe. Ich dachte vielleicht ein bisschen mehr Druck, dass wir haben. Geht's. Und dann wäre ich noch das erste Drittel, da muss ich noch viel hindern. Wie geht's denn hin, so mit den Masken? Gestern habe ich gemeint, ich habe ständig Mundgeruch. Weil ich ständig meinen eigenen Atem gerochen habe, obwohl dass ich gewusst habe, dass ich, wenn ich von daheim weggefahren bin, Zähne putzt habe. Auch brutal. Es heißt, Glück ist auch gerade, dass ich in der Arbeit das Schild nur tragen darf, aber anscheinend habe ich was gehört, möchten sie das auch verbieten. Das wird dann für mich als Brillenträger dann richtig kacke werden. Dann fahre ich halb als Blinder aus Fahrlehrer. Weil ich ständig den Brühen rumgelaufen habe. Die Katastrophen mit dem Händen desinfizieren bei mir ist schon so weit, dass ich. Dass ich die Handcreme brauche. Eins zu eins gegen Villach. Leicht aus. Gut. Jetzt spannend noch. Zuerst muss sich jeder und überall alles die Hände desinfizieren und waschen. Und hier haben wir die Antwort von unserer Nummer 15. Zuerst machen die Desinfektionsfirmen und die Seifenhersteller mit uns jetzt das Geschäft und auf der anderen Seite dann die ganzen Handcremen oder Hautcremenhersteller. Klingel mal u. War knapp gewesen, so wie wir es da gesehen haben.
finde es nach wie vor gut da mit der weißen X, was man so im Hintergrund sieht, wo die Jungs umgehen. Schön gemacht für unsere Nummer 21. Ja, das braucht ein bisschen lang, dass ich auf meiner Liste die Nummer finde. Dann ist doch nur schauen, wie es heute ausgeht. So, wieder zurück zum Spiel. Kämpft. Und das Ende vom zweiten Drittel mit 2:1 für die Haie aus Innsbruck. So. Entscheidendes Drittel, entscheidendes Drittel. Sieg oder Niederlage? So, konnte nicht vorbeikommen lassen in Villacher. Ich finde das gut gemacht. Also ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich finde das gut gemacht, dass der Coach da von der Seite die Anweisungen reinschreit. Schön angefangen auf Innsbruck. Bär. So, jetzt halt auf geht's.
Ah, nicht. Und hier das nächste Tor auf unserer Nummer 22. Kuprian. Es wird der Zeit, meine lieben Sportsfreunde, den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Definitiv. Ein bisschen die Herausforderung suchen hier. Bei NHL 21. Ich liebe ja die spannenden Spiele. Ich liebe ja die spannenden Spiele. Ich weiß, jeder tut gern gewinnen, ja. Aber ihr liebt die Herausforderung. Ah. Extra Mann für Villach, extra Tor für Innsbruck geschossen von Nummer 88. Das müsste jetzt sein erstes Tor sein. Ein zweites Tor. Mia, der Mia. Und somit gewinnen wir hier in Villach mit 4:1. Und damit die Tabellenführung. Wir haben 3 Stars. Wir haben gerade 2 Stars. Ah, super. Wir haben gerade 2 Stars mit 2 Assists. 2 Stars mit 2 Assists. Aber mit der fetten Albe noch erster sei in der Liga. So, dann schauen wir uns mal die Tabelle an zuerst. Innsbruck mit 17 Punkten an erster Platz. Danach kommen die Wiener Capitals, die Bozner Füchse, der AV 19, die Bulldogs, auf der 8 die Salzburger, auf der 9 die Grazer, auf der 10 die Blackwings 1992. Da bin ich schon gespannt auf die Trikots, wie es die haben. Dann auf dem Platz 11 der VSV. Also, wir haben ja gerade 11 Spieler. Okay, passt. Da sind wir mit der Linie, mit der Liste schon durch. Wir werden jetzt hier für die Bozner einen Schwierigkeitsgrad erhöhen, habe ich mir gedacht. Ein bisschen die Herausforderung suchen, meine lieben Sportsfreunde.
Wir gehen hier jetzt auf den Schwierigkeitsgrad 3. Kampfschwierigkeit lassen wir, Benutzerstrategie ist 0. Wir haben Bürokratie, lassen wir A. Und dann war es das schon wieder für diesen Spieltag, meine lieben Sportsfreunde. Ich hoffe, er hat euch ein wenig gefallen. Würde mich dann über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer möchte, kann ganz gerne Kumik ganz gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass wenn es hier auf meinem Kanal weitergeht, dass er nichts mehr Neues verpasst. Und dann wünsche ich bis zum nächsten Spieltag nur einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Sportsfreund, liebe Sportsfreundin, je nachdem, wann du dir dieses Video hier anschaust. Vergesst meinen Leitspruch nicht: In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut, aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin, und man kann auch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, dies ist viel, viel wichtiger. Bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal, euer HB. Servus!